liebe Leute, damit geht's heute weiter mit dem Erweiterungsteil oder Erweiterungspass von Pokémon Schild. Und wir sind auf diesen komischen Hügel zuletzt weil wir eigentlich Arktos gejagt haben. Ich werde jetzt nicht explizit weitere Pokémon fangen, sondern nur halt ein Trombok. Nein, wir werden heute weitermachen mit dem Erweiterungspass. Oh, ein Zibunder. Aber ich darf. Also, Team. Ich gucke gerade jetzt mal ein bisschen auf. Oh, also. Ein Eisstein war es. Okay. So, jetzt muss ich gerade mal gucken, dass ich hier runterkomme, weil wir eigentlich auf die letzte Höhle noch suchen. Um das letzte Reiki zu fangen. Ich muss mich gerade orientieren, weil ich finde es verrückt, nicht jetzt Höhle nicht mehr. Warte mal, hier waren wir schon. Schneeschlucht, okay. Das heißt. Priester, ja, eigentlich müssen wir da jetzt irgendwo noch hin, aber ich will halt irgendwo auch dahin, weil wir brauchen nämlich die Höhle des Giganten, die Sohle des Giganten. Weil ich eigentlich tatsächlich da runter will. Vermutlich zumindest. Da unten ist das sehr vermutlich. Aber die Frage ist, wie komme ich da jetzt ohne größere Probleme runter? Ich muss ja hier den Weg irgendwo finden. Ich muss ja hier irgendwo runter gehen. Was ist das für ein Pokémon? Sah mir jetzt gerade so ein bisschen aus nach. Hörte mir gerade ein bisschen wieder Ruf von Arktos an. Laxo. Ah, ich will da nicht durch. Da durch will ich. So ist es Giganten. Okay. Hier sind wir ja. Ja, das war mir fast klar, dass es genau vor meiner Nase spawnt. Ich hab in der Reihe. Keine Sorge, ich flüchte rechtzeitig, damit ich hier rauskomme. Boah, Alter, ernsthaft! Spawnt die mir doch direkt vor der Nase, ne? Also das ist das zweite mir, dass wir direkt vor der Nase spawnt. Ja, die Frage, wie komme ich da irgendwo rein? Meine Karte. Also ich bin zumindest da, wo ich will. Warte mal. Nein, halt. Eigentlich müssten wir. Ich glaube, wir müssen hier Ballseehöhe. Höhle. Wenn ich es richtig sehe, ne? Warte mal. Rauschende Höhlen, Aufstiegstunnel, Schneeschlucht, Schlitterfeld. Die Frage ist, wo ist denn die letzte Höhle von Regi? Weil ich habe ja Frostfeld. Ja, wir gucken uns trotzdem mal hier ein bisschen um. Ich weiß, dass ich hier noch nicht drin war. Doch. Karpador, ich erinnere mich. Karpador. Ich will das jetzt. Eigentlich will ich das jetzt Regi fangen. Die fehlen mir ja auch noch. Okay, dann nehmen wir erstmal das Item, was da oben mit ist. Was da oben ist mit. Es ist ein Sonderbonbon. Okay. Dann bringe ich kurz eben das Libaloro auf 70. Dann habe ich zumindest meine Ruhe. So. Weil dann weiß ich zumindest, dass ich. Äh.
kein Problem mehr mit den Legis, mit den Pokémon. Oh, ein Lavita. Ist das doch ein Reiter gewesen? Das ist, nee, nur ein Rock. Okay. Orkara war das. Ein Riesenmagge. Das haben wir ja kurz eben gesehen. Kabutops. Ja, hier sind einige coole Pokémon, muss ich sagen. Kabutops. Ja, mein Teammitglied aus Pokémon. Aus Pokémon. Let's go Evoli. Ich hab sie am Team. Da will ich mir mal kurz fangen. Ach, die geht natürlich nicht rein. Aquadusche, ja klar. Okay, das ist ein wassergefallen Pokémon. So ein Winzerball irgendwo rumliegen. Wir sind schließlich in der Höhle. Natürlich nicht. Und jetzt kommst du in Mut. Nein, Flucht. Abflug. Versuch es jetzt, mich nicht durchzuarbeiten. Aber schauen wir hier in der Höhle. Was ist da? Oh, Lucario sogar. Und hier haben wir noch die TP18 Blutsauger, die wir, glaube ich, auf die Raids auch irgendwie mal bekommen haben. Ach, Lucario ist cool. Aber wir werden jetzt, wie gesagt, keine Pokémon fangen. Wir werden nur die Legis versuchen abzuarbeiten, dass wir die irgendwie mal hinkriegen. Okay, dann machen wir da die Seite weg. Dann machen wir uns wieder raus. Ah, das ist ein bisschen doof. Ich würde gerne halt das. Nee, Kabuto war das. Da war sogar ein. Oder hier läuft sogar ein Flapterix noch durch die Gegend. Hat eine Raya, okay, das war ja klar, dass du. Ja, auf der Pfundsong haben wir gelaufen. Ich muss nur gerade ein bisschen gucken hier. Hier haben wir noch irgendwas liegen. Ein Körnchen Wundersaat. Oh, ich hasse das, wenn die einen wirklich instant vor der Nase spawnen. Man kommt eigentlich gar nicht vorbei da. Immer weg. So. Muss ich tatsächlich dann noch mal ein bisschen orientieren, wenn ich ehrlich bin. Aber ich spiele halt mal ein bisschen mit euch. Und mich ärgert dann, dass ich halt nicht viel Gebackenen bekomme. Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, wir kriegen es ohne Probleme hin. Noch was zu schaffen heute. Es sind so viele coole Pokémon, ne? Die will ich ja... Hau ab! Oh doch. Das ist gigant. Ich hole mich trotzdem mal hier ein bisschen. Und oh, cool. Da ist die Höhle. Die habe ich jetzt eigentlich die ganze Zeit gesucht. Cool. Die habe ich jetzt die ganze Zeit gesucht. Dann können wir es tatsächlich doch noch heute machen. Hier ist doch ein Item. Oh, sehr schön. Und zwar die TP75 Steinkante. Oh, wie cool. Die Frage ist, kommen wir jetzt auch ohne Probleme rein? Nanu, auf der Tür steht ja was geschrieben. Das ist das erste Pokémon anscheinend tragen und das, der es unveränderbar macht. Was? Das erste Pokémon. Ein Stein tragen, der es unveränderbar macht. Jetzt bitte habe ich jetzt. Oh, ich warte mal. Ich glaube, wir müssen einen Ewigstein.
Warte mal. So. Welche Höhle? Wo sind wir denn jetzt gelandet? Ich muss jetzt tatsächlich jetzt nachgucken. Was wir brauchen. Weil, wenn ich ein Problem habe, komme ich jetzt nicht weiter. wir sind auf der Karte und wir sind im Bett des Giganten. Okay. Die Krone. Das erste. Oh cool, das ist direkt von Google vorgeschlagen. Okay, meine Vermutung war es richtig. Es muss tatsächlich ein Ewigstein. Und jetzt hoffe ich, dass meine Freundin tatsächlich den Ewigstein hat. Weil gesagt, das ist der Account von meiner Freundin. Die ist nicht von der Account, das ist von mir. Nur ich hoffe, dass du jetzt irgendwo einen Ewigstein rumliegen hast. Wäre nämlich jetzt super, dann kann ich nämlich ansonsten nochmal, habe ich ein Problem. Eisstein. Lichtlehm. Ewigstein. Oh, Gott sei Dank. Gut, dann können wir es weitermachen. Sehr gut. Oh, Gott sei Dank hast du einen Ewigstein dabei gehabt. Gut. Dann können wir heute uns das letzte offizielle Regio fangen. Das müsste dann Regi Rock sein. Plötzlich liegt eine merkwürdige Spannung in der Luft. Achso, und Dankeschön übrigens für die netten Kommentare unter den nächstletzten Videos. Da sind einige tolle Kommentare dabei. Das freut mich, dass ihr meine Let's Plays, auch wenn es sehr, sehr viele sind, so annehmend wie sie sind. Ich habe zwar noch wieder einen oder anderen Hate-Kommentar bekommen. Mein Gott, das passiert dann halt irgendwo mal. Okay, dann haben wir jetzt als nächstes Regi Rock vor uns. Der Golem des Stands. Ja, das ist das Problem. Danke. Ich hab ich jetzt immer noch ein Pokémon, was uns ein bisschen helfen könnte. Da hat er sich jetzt mal den Golem des Stahls ein, also Regi Steel. Aber du konntest natürlich mit Kraftkoloss. So, ich hoffe, dass du jetzt kein Typ Boden bist, sondern. Okay, die Attacke verwirrt. Verfehlt. Leck mich doch im Sack, Alter. Warum auch wieder Scheiße jetzt? Boah, ich kann leider nicht. Na, bleibt weiter bei der klugen Variante mit dem Hammerarm. Ich habe aber auch keine Möglichkeit, dass das Viech mal paralysieren. Also die Frage ist, kriege ich es mit dem Finsterball? Kabutops habe ich ja fast mit dem Finsterball bekommen. Ich glaube nicht, dass es drin bleibt. Es wird wahrscheinlich Insta wieder aus. Das ist, was ich vermutet hatte. Insta wieder ausbrechen. Habe ich auch nicht die Pokémon, mit denen ich arbeiten kann. Das ist ärgerlich, dass mein Spiel schon komplett weg ist. So.
So, ich habe bestimmt immer noch eine Genesung oder sowas. Irgendwas zur Genesung. Vertrauen bringt mir jetzt gerade nicht Top. Sehr gut. Dann kann ich lieber lohnen, mich wieder zurück ins Leben zurückholen, weil es mir am liebsten ist. Diese Flut. So, Feuer. Aber das senkt an Initiative, aber senkt steckt am Angriff, ne? Ja, an die Verteidigung. So, vielleicht habe ich jetzt ein bisschen Glück und kann es mit dem Eisstrahl einfrieren. Das wäre mir jetzt eigentlich tatsächlich am liebsten, wenn dann hätte ich die Möglichkeit, das besser zu fangen. Aber die Höhle habe ich tatsächlich auch nur durch Zufall jetzt gefunden. Das war... So, da muss ich jetzt versuchen, das nicht zu fangen. Ist halt Legi, ne? Mach doch, bleib doch mal drin, ey. Ja, wenn es zum zweiten Mal nicht direkt wackelt, dann springt er wieder raus. Das ist das, wo wir... Oh, der steht, ne? Ah, kannst du nicht... Also ich krieg das sicher auch nicht paralysiert, ne? Yes! Es hat sich so häufig gewehrt wie tatsächlich die anderen beiden. Aber wir haben es tatsächlich eingesagt. Damit haben wir Ready Rock auch und damit haben wir die drei Golems gefangen. Und zwar ziemlich hintereinander. Ich nehme es mal mit ins Team. Sorry, dass ich den Dance the Wunder jetzt mal aus dem Team nehme, weil das brauche ich gerade nicht. Weil ich brauche es, um mehr Legis zu fangen. So, du vermerkst den Stand der Dinge in der Legendennotiz Nummer 2. Okay, die vom Gebet des Giganten, das haben wir ja gemacht. Als ich meinen Pokémon den Ewigstein zu tragen gab, öffnet sich die Tür und gab Regirock Preis. Regis haben wir ja gefangen. Genauso wie Regis Deal. Meine drei Weg fast ignoriert und der ist gegangen. Die Frage ist, legendäre Giganten, ich vermute, dass wir sie alle drei mitnehmen müssen. Piep. Dachschön, Spumpioni. Du übernimmst dich hoffentlich nicht, Expeditionsleiter. Wie bitte? Du hast den strengen Giganten wie Rock begegnet. War geil. Saubere Arbeit, Expeditionsleiter. Aber vergiss dich auch, nach den anderen Giganten Ausschau zu halten. Viel Erfolg. Und übrigens, ja, Spoiler-Alarm, bitte jetzt die Leute, die es nicht wissen wollen, weghören. Pioni ist übrigens nicht, Rose, so wie ich das eigentlich am Anfang gedacht habe, wobei ich eigentlich sicher war. Nein, es ist der kleinere Bruder. Okay, gut. Das wurde mir übrigens auch schon mal gesagt. Ich wusste es tatsächlich nicht.
Das habe ich tatsächlich mit einem anderen YouTuber, den ich sehr gut verfolge, gerade Pokémon-YouTuber. Viele kennen ihn wahrscheinlich. Domtendo ist das, den ich selber verfolge. Wobei ich auch nur da den Anfang geguckt habe. Weil ich selber erstmal noch ein bisschen weiter arbeiten möchte. Und da hat es mir einer tatsächlich drunter gespoilert. Ich war eigentlich ziemlich sicher, dass es los ist. So, dann haben wir wie gesagt die drei Golems. Mir fehlt uns fehlt jetzt tatsächlich noch. Ich glaube, das Gigant Du. Ich vermute, dass es Feuer, Elektro, irgendwie sowas ist. So. Dann machen wir das mal mit. Ich nehme jetzt früh. Dann machen wir ein bisschen was mit. Items. So. Gut, dann haben wir das auch. Und jetzt müssen wir wahrscheinlich. Moment, was hat er gesagt? Wo wir hin müssen? So, das Giganten ist aber. Die Zufall wirklich gefangen. Ich habe gesehen, weil wir sind eigentlich an diesem Friedhof hier unten vorbeigegangen. Und die Höhle, die jetzt hier oben drüber liegt, die habe ich überhaupt jetzt gar nicht gesehen. Und hier wird wahrscheinlich Arktos gefangen werden, ne? So. Was hat er gesagt von der Höhle? Ah, hier, Dreiwegpass. Okay, genau. Das war das, wo wir. Hier oben waren wir ja schon. Schollenmeer. Durch welche Höhle sind wir hier denn rein? Die sind hier wahrscheinlich durch die Höhle des Giganten rein, ne? Soll des Giganten rein, so. Okay, dann weiß ich, dass wir wo wir hin müssen. Gut. Ich mache mich aber trotzdem gerade mal zurück nach Freestyle, weil ich. Hoffe, dass da irgendwie eine Möglichkeit. Warte mal, oder kann ich den. Ja, wir haben ja. Pokémon Center wäre jetzt gut. Gehen wir mal kurz eben zu Pioni. Ob wir uns vielleicht. Ne, Moment, halt! Hier. Das war die, nämlich noch eben kurz geheilt bekommen, das Team. Farbe des Tuchs ändern. Ja, bitte. Gucken, ob wir doch so haben. Farbton normal, Feuer, Elektro. Oh, Farbton Feuer. Ja, ja, bitte. Okay. Es bleibt aber diesem Rotton. Und dann quatschen wir noch kurz mit Pioni. Ah, Expeditionsleiter. Na, wie gehen die Erkundungen voran? Legendären. Was sagst du, du hast legendäre Pokémon Wiggy Rock gefangen? Super nice, los, ich will deinen Bericht hören. Das kantige Etwas soll jetzt Wiggy Rock sein, der Steingigant. Wenn du mich fragst, ist ja unsere Pflanzenarena, der hat mir aus dem Gesicht geschnitten. Beide sind endlich breitschultrig, richtige Brockengold. Jedenfalls ist es ein durch der Steingigant. Die Expedition kannst du als Erfolg verbuchen. Gibt es auch so welche Legenden, von denen du mir berichten willst? Die Vogel-Pokémon? Das sieht nicht so aus, als wäre was Neues zu berichten. Gibt es auch so welche Legenden? Megastil. Was ist das? Du hast auch Megastil gefangen. Oh, geil, jetzt banal, ich will einen Bericht hören. Ja, cool, dieser spiegelglatte Etwa soll also Megastil sein, der steil gegangen. Wenn du mich fragst, hat's eher nicht mit einer Bowlingkugel, hä? Was mag es denn an dieser starren metallenen Fassade wohl denken? Wie ist einer durch den Stahl gegangen? Explosion kannst du als Erfolg verbuchen. Okay, ich werde jetzt nicht alle Giganten lesen, aber ja. Okay, egal. Wir sind durch für heute, liebe Leute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Pokémon Schild mit dem Erweiterungspass. Und ja, dann machen wir weiter mit der Suche nach dem letzten der vier. Und dann gucken wir mal, was wir danach machen. Aber wir versuchen sogar schon, die Vogel-Pokémon zu fangen. Naja, bis dahin oder auf Wiedersehen bei Let's Play Pokémon Schild.